bin heute in Bad Bibra und hinter mir können Sie ganz viele Menschen sehen, denn die warten auf den größten Märchenumzug in ganz Deutschland. Und ich habe mich für Sie unter die Märchen gemischt. Am dritten Adventwochenende zog bereits zum 12. Mal Europas größter Märchenumzug durch das vorweihnachtlich gestimmte Finnischstädtchen Bad Bibra. Informationen zu den einzelnen Bildern und Vereinen erhielten die Besucher seit 4 Jahren von 3 Moderatoren an verschiedenen Plätzen. Pünktlich um 15.30 Uhr setzte sich das lebendige Märchenbuch in Bewegung und zog langsam zum traditionellen Weihnachtsmarkt im Bürgergarten. Mir wurde gleich zu Beginn eine kurze Audienz gewährt. Wir sind die Herzöge von Sachsen-Altenburg. Unsere Tochter Johanna Magdalena heiratet mal später den Herzog von Sachsen-Weißenfels, der hier regierte in Bad Bibra. Wir sind ungefähr 12 Mann. Wir haben heute nur den kleinen Hofstaat dabei. Und zum wievielten Mal machen Sie mit? Wir sind jetzt das erste Mal hier in Bad Bibra. Wir besuchen Bad Bibra ja wegen der schönen Quellen und der Badehäuser. Macht Ihnen Spaß? Selbstverständlich, bei diesem wunderschönen Umzug macht es uns sehr viel Spaß. 42 Bilder bekannter Märchen und Geschichten der Kinderzeit wurden präsentiert. Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand wurden von den Darstellern in ihren Bann gezogen. Und wer nicht zu lange stehen konnte, der organisierte sich eine Sitzbank und lehnte sich bequem zurück. Viele bekannte Gesichter aus Politik und Weinbau konnte ich unter den Teilnehmern erkennen. Darunter 2 ganz bekannte Brüder. Wir sind die Gebrüder Grimm, Jakob und Wilhelm. Und ohne sie wird es hier ja ganz schön leer aussehen. Denke ich, wir sind hier richtig. Zum wievielten Mal machen Sie hier mit? Oh, 4., 5. Mal. Macht Ihnen Spaß? Ja, und das Wetter auch. Im wahren Leben sind das Andreas Faulwasser und Willi Bruska, Stadträte von Bad Bibra. Besonders niedlich waren die Kinder der verschiedenen Kindereinrichtungen anzuschauen. Auch sie hatten ihren Märchenbildern in liebevoller Kleinarbeit mit Eltern und Erziehern hergestellt. Sie zeigten uns Bilder aus Sternentaler, Die Schlümpfe, Alibaba und die 40 Räuber oder 101 Dalmatiner. Es ist schwer, mit so vielen Hunden hier lang zu laufen. Sehr, sehr. Die kannst du nicht alle unter Kontrolle halten. Zum wievielten Mal machen Sie heute hier mit? Ich zum 3. Mal. Die 700 Darsteller kamen zum größten Teil aus unserem Burgenlandkreis. Aber auch Vereine aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern waren angereist. In diesem Jahr konnten sich die Besucher besonders auf Gäste aus der französischen Partnerstadt Saint-André-de-Lure freuen. Sie gestalteten die Märchenbilder Der gestiefelte Kater sowie Des Kaisers neue Kleider. Ja, ich peux parler en français? Ah, also, ich wohne von Saint-André-de-Lure. Und ich spreche ein bisschen Deutsch. Und oh, das ist meine Lehrerin Alexandrine. Und ich bin sehr content. Ich bin sehr content. Ah, komm. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Du bist hier. Danke. Immer wieder aufgelockert und musikalisch unterhalten, wurden die Akteure sowie Besucher von Spielmannszug, Fanfarenzug und Schalmeienkapelle. Eine Fliege, die den Landtagsabgeordneten Daniel Sturm und die kleine Weinprinzessin Lisa Marie Kund begleitete, fragte ich, wie er das Dasein als Fliege gefällt. Wie finden Sie das, als Fliege hier rumzulaufen? Sehr gut. Ja, sehr schön. Macht Spaß. Welches Märchen stellen Sie dar? Das tapfere Schneiderlein. Als Schneekönigin kam Lisa Sichert, die amtierende Kranichfelder Rosenkönigin, mit ihrem Gefolge am Märchenumzug teil. Mit ihr kam ich ins Gespräch. Ihr Kostüm ist wirklich sehr schön. Wie lange hat es gedauert, es herzustellen? Also es ist geschneidert vom Kostümverleih Sichert und hat 60 Stunden ungefähr gedauert, bis es fertig war. Ist es Ihnen kalt in dem Kostüm? Als Schneekönigin darf mir gar nicht kalt sein, also nein. Die Burgmannschaft der Eckartsburg mit der Landtagsabgeordneten Eva Feusner konnte man als Dornröschen erleben. Wir stellen das Märchen Dornröschen dar und haben das vor einer Woche in Eckartsberger auf die Bühne gebracht. Und dann eine Woche später ziehen wir dann immer beim Märchenumzug in Bad Bibra mit. Sind Sie noch müde? Sie haben schließlich ganz schön lange geschlafen. Wir sind sehr müde noch. Unsere Knochen sind noch gar nicht so richtig elastisch geworden. Okay, danke. Danke. Hoch oben auf einer märchenhaft geschmückten Kutsche thronten die Laucher Weinprinzessin Susanne Rothe sowie die Bad Kösener Weinprinzessin
Prinzessin Susanne Klosek aus Schneeweißchen und Rosenrot. Das kalte Wetter schien ihrer guten Laune nichts anzuhaben. Frau Holle war ebenfalls dabei und hatte eine gute Nachricht. Wird es dieses Jahr Weihnachten schneien? Bestimmt. Ja, kräftig schütteln, schneit das auch. Ist Ihnen kalt im Kostüm? Nee, gar nicht. Wir haben Hosen drunter, Strumpfhosen drunter und Rollis drunter. Und da geht das schon. Zum wievielten Mal machen Sie heute mit? Zum vierten Mal. Ja. Macht Ihnen Spaß? Ja, das macht mir Spaß. Dass auch der diesjährige Märchenumzug ein voller Erfolg wurde, ist der guten Organisation von Cheforganisatorin Ina Silaf, die übrigens in den Jahren 2001-2002 Gebietsweinkönigin war, zu verdanken. Schon seit August war sie mit der Organisation des beliebten Märchenumzugs beschäftigt, schrieb Bekannte als auch neue Vereine an, die hier eine tolle Möglichkeit erhielten, sich zu präsentieren. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht und kann Sie nächstes Jahr hier begrüßen. Ich gebe zurück zu Maut.